Welcome App Germany, ein Projekt der gemeinnützigen IT-Hilft GmbH. Verkehr und Transport. In Deutschland gibt es sehr viele und meist gut ausgebaute Straßen, weshalb gerne mit dem Auto gefahren wird. Gefahren wird auf der rechten Seite. Auch Fahrradfahrer und Motorradfahrer müssen sich daran halten. Waren werden in Deutschland häufig mit Autos, Transportern und LKWs transportiert. Jedes der aktuell über 60 Millionen Fahrzeuge in Deutschland muss eine Versicherung haben, technisch geprüft und bei der entsprechenden Behörde angemeldet sein. Dies übernehmen der Technische Überwachungsverein, TÜV, der Deutsche Kraftfahrzeugüberwachungsverein, DEKRA, und die örtlichen Zulassungsstellen der Städte und Bundesländer. Mit einem Fahrzeug ohne Versicherung und Zulassung auf öffentlichen Straßen zu fahren ist gesetzlich verboten und wird mit hohen Geldsummen geahndet. Zum Fahren eines Fahrzeugs benötigt man in Deutschland einen gültigen Europa-Führerschein. Darauf ist die jeweilige Klasse der Fahrzeuge genannt, welche man bedienen kann. Sie unterschieden sich grob in Motorrad, Auto, LKW und Bus. Ab dem Alter von 17 Jahren kann man einen Führerschein in entsprechenden Fahrschulen machen. 17-Jährige dürfen aber nur in Begleitung eines Erwachsenen mit Führerschein fahren, bis sie volljährig sind. Auch Fahrräder sind in Deutschland sehr beliebt, da sie kostengünstig und ohne Führerschein nutzbar sind. Außerdem wird Fahrradfahren als naturnaher Freizeitsport empfunden. In Deutschland gibt es ein gut ausgebautes Netz an Fahrradwegen, welche durch Schilder mit einem Fahrradsymbol erkenntlich sind. Wenn Fahrradfahrer keinen Fahrradweg benutzen, müssen sie nach den gleichen Regeln, die für Autofahrer gelten, auf der Straße fahren. Da dies nicht ganz ungefährlich ist, sollte der Kopf mit einem Fahrradhelm geschützt werden. Fährt man ein nicht verkehrssicheres Fahrrad, zum Beispiel ein Fahrrad ohne Lichter, kann man eine Strafe bekommen. Es ist ebenso verboten, unter Einfluss von Alkohol oder Drogen Fahrrad zu fahren. Sowohl Autos als auch Fahrräder können in Deutschland neu oder gebraucht gekauft werden. Der Kauf eines Autos oder Motorrads sollte aber nur mit gültigen Papieren für die Fahrzeuge passieren. Kaufen Sie bitte keine Fahrzeuge auf dem Schwarzmarkt oder von Ihnen unbekannten Händlern, sondern nur bei entsprechend zertifizierten Händlern. Neben dem individuellen Transport per Auto oder Fahrrad gibt es einen öffentlichen Personennahverkehr. Im Schienenverkehr fahren Bahnen wie Züge, Straßenbahnen und U-Bahnen. Im Straßenverkehr und auf Autobahnen sind Busse für den Personennahverkehr zuständig. Diese fahren kurze Strecken innerhalb von Städten, aber auch lange Strecken, die Städte und Länder miteinander verbinden, siehe Bereich öffentliche Verkehrsmittel. Sie können sich außerdem gegen Bezahlung per Taxi befördern lassen. Ein Taxi wird von einem Fahrer gesteuert, der dafür eine spezielle Lizenz hat.